Dadurch, dass der Herr Melvin ja dieses schöne Geheimnis hat. Sie wollten doch auch vor ein paar Tagen mal was von mir. Ja, ich wollte mich entwerwolfen. Hat jemand einen Glowstone? Nein. Ich habe einen 7, das reicht. Herr Ramon, ja? Wo wollen wir das machen? Ich muss aber kurz mein Zeug wiederholen von Hand. Ich weiß wo. Ja, dann gehen Sie sich das schnell zurückholen. Ich weiß wo. Wir können runter ins Gefängnis gehen. Was wollen Sie denn machen? Der Herr Tobias möchte den Trank trinken. Oh. Ich gehe schnell zu. Was, seit wann lassen Sie ihn denn? Seitdem das mit dem Herrn Melvin rauskam, da dieses kleine Geheimnis. Gut. Jetzt ist die Frage, wollen wir den Herrn Tobias gleich zwei trinken lassen? Ja, würde ich schon sagen. Okay. Ja, genau. Und dabei trinken Sie einfach auch zwei. Dann können Sie anstoßen. So, ich hab dir jetzt einen Link geschickt. Ey, siebter, glaube ich, direkt mal. Okay, und dann Frage, hat jemand Feuerzeug? Nein. Sie haben jetzt zwei. Ich hab jetzt vier. Vier? Ja, einmal für mich zwei und einmal für einen. Ich hab extra für den Herrn Tobias jetzt welche rausgenommen. Nein, wir können ihm ja einfach sagen, dass er. Selbst wenn ich glaube, jeder würde sich glücklicher schätzen, wenn er nie wieder Werwolf werden könnte. Ja, ich auch. Dann können wir ihm einfach sagen, ja, ich bin auch wieder von einem Werwolf gebissen worden, deswegen muss ich wieder zwei trinken. Ja, das können wir machen. Also, wo ist jetzt der... wo ist der Herr Benner einmal hin? Da freue ich mich auch. Irgendwie können jetzt mittlerweile alle hier zaubern. Und warum fliegen denn Herrn Olaf seine Gehirne da unten rum? Das ist so ein komischer Altar, ich weiß auch nicht warum. Oh mein Gott. Was passiert nur mit dieser Stadt? Das freue ich mich auch. Können wir kurz warten, dass die bevor die saufen, ich muss noch kurz was in meinen Gedanken machen. Ja, kann man machen. Ich muss sowieso mal gucken. Was haben Sie da eigentlich schon wieder? Das habe ich von diesem Angeldude bekommen. Herr Luca, kommen Sie mal hierher. Sie leiden ja immer so an Hunger. Bitteschön. Hat jemand saufen gesagt? Was? Nein. Ich habe gesagt, der Herr Luca leidet immer so an Hunger. Kann ich nicht schon mal haben? Was ist mit dieser Stadt los? Was? Kann ich zwei schon mal haben von den Dingern? Gleich, okay? Okay. Aber gleich. Ich habe jetzt auch eine Fischtrophäe. Darf ich die mal sehen? Nee, wenn ich die jetzt aufhänge. Moment. Nein, nicht aufhängen, sondern ich in der Hand sehen. Ach so. Ui. Die hat der Herr Darko auch schon. Der Arsch. Cool. Nein, das passiert alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. So, also, Herr Ramon, Herr Ben und Herr... Was? Leck mich am Hinterteil! Kennst du dir Gehirn? Das sind dieser... Herr Ramon, sind das dort unten nicht wirklich Ihre Gehirne, nicht die von Herrn Ramon? Nein. Okay, Sie drei, kommen jetzt bitte mit. Hui. Das ist doch Alkohol geschädigt, der... Aber Herr Ramon, Sie müssen sich unten die Türen nochmal angucken. Die sind nicht so stabil, wie ich es gern hätte. Was für Türen? Herr Tobias, machen Sie bitte das Tor zu, danke. Naja, hier, gucken Sie mal. Die gehen ganz einfach. Die müssen stabiler werden. Ah! Kann ich direkt Türen aus Stahl. Genau. Oder Eisen. Okay, Stahl oder Eisen machen. Na dann würde ich was sagen. Was sind das denn für Türen? Kann man hier einfach aufklatschen. So. Da brauchen es noch niemals Werwolf sein, die halten keinen Werwolf auf. Kommen Sie mit, mein Liebes. So, warten Sie jetzt. Nee, meine Arbeit hier zu kritisieren, das ist jetzt zu viel. Warte mal, warum sind Sie jetzt eigentlich hier holen? Sie gehen jetzt da rein. Sie gehen jetzt da rein. Sorry. Sofort. Sofort gehen Sie hier weg. Herr Luca, ich habe gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das heißt, keiner hat da Zugang. Gehen Sie bitte, ansonsten kriegen Sie jetzt gleich die erste Strafe aufgebrummt, wenn Sie hier einfach reinkommen
Ohne Erlaubnis. So, so. Ein kleines Stößchen für Sie. Und zwei kleine Stößchen für mich. Darf ich das, die Verwandelt zu mir nehmen? Wenn das geht, dann können Sie das natürlich. Hallo. Was ist das? Hallo. So. Was sind Sie denn für einer? Uiuiui. Und jetzt noch einen hinterher. Ich versteck mich dann nochmal hier hinten rein. Oh Gott. Uiuiui. Sie müssen direkt ins Weib drücken. Was haben Sie da reingemischt? Fußnägel. Hallo. Und ich glaube, das ist von meinem Kopf. Was? Hallo. Ja, hier geht's. Ist ja noch schlimmer als der Trank, mit dem die Hexen dann immer abwerfen. Ja, gut. Ich glaube, das war alles. Ach, übrigens, Sie sollten aufpassen, dass nicht irgendwer so groß wird, wie ich gerade war. Wissen Sie sich, es fängt voll anders an zu wirken. Das kann ungut aussehen. Ich fühle mich voll gut. Okay, Herr Ben, dann lassen wir die beiden jetzt die nächsten 365 Tage hier unten zur Überprüfung und wir gehen den Wein trinken. Okay. Hey! Sag, was wird denn das hier? Ich will auch was auf. Also ausbrechen gibt's nicht. Ja. Ausbrechen gibt's nur Tage mehr. Reingehört. Aber, warte mal, Sie können, also, Sie, Sie können doch nicht mein ganz Wein saufen. Also, Sie können doch bestimmt, jetzt warten Sie mal, Sie können doch bestimmt... Raus mit Ihnen, ja. Ja, wie denn raus? Na? Was, also, da raus oder da raus? Da ist ein Eisenteil vor. Herr Ramon, Sie kriegen kein Alkohol. Oh Mann. Tschüssi. Bleiben Sie weiter bei Ihren Gehirn. Aber... Hallo. Das ist... Oder gibt's noch was zu sagen? Geben Sie dem Herrn Ramon ein Wein ohne Alkohol. Ich versuche was zu machen. Wer? Herr Ramon, kommen Sie mal mit. Herr Ramon kriegt jetzt einen Gifttrank. Das muss ich mir jetzt aber angucken. Das will ich jetzt sehen. Muss ich davon nicht kotzen? Nein, davon müssen Sie nicht kotzen. Gut. Kommen Sie mal mit. Ich soll Ihnen ja was ohne Alkohol geben. Kommen Sie mal. Genau. Ich will das sehen. Ich muss mir das angucken. Warum folgt er uns immer? Ich weiß, ich glaube, er liebt sie, Herr Ben. Ja. Aber ich mag ihn nicht. Darf ich ihn töten? So, was jetzt? Wenn er mich anfasst, darf ich ihn dann umbringen? Nein, dann müssen Sie... Da schauen Sie hier haben. In die Kiste. Können Sie sich nehmen. Ja. Was, das Buch? Wenn Sie bezahlen. Sag mal, was ist das hier bei Ihnen? Ja, töten Sie erstmal bitte. Ist da oben auch noch was? Da das oben ist ja da beides nur Saft. Das ist ja voll scheiße. Das ist kein Saft. Das ist Wein, ganz spezieller Wein für Sie, Herr Ramon. Nee. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass da Fußnägel drin sind. Da sind keine Fußnägel drin. Ach komm, Meise. Hat einen grässigen Nachgeschmack. Was haben Sie denn da mit Ihren Füßen in den Becken gestampft? Die wurden alle vorher gereinigt. Haben Sie nach dem welchen zwei Eisen? Haben Sie das als Werwolf gestampft? Nein. Schade. Oh Gott, das wär's noch.
Alle, die ihn trinken, sind infiziert. Der andere darf auch noch trinken. Den da, den sie da gerade haben. Aber da ist doch kein Alkohol. Na gut, mein Gedanke. Könnte sein, dass ich den Honig mit dem Alkohol vertauschte. Hey. Gofi. Also. Wo ist der jetzt wieder hin? Wenn jetzt was kaputt geht, stelle ich das Ihnen in Rechnung. Ey! Was passiert da? Ich hole mir Nachschlag für die nächsten paar Stunden. Aber mein Wein ist... Er hat die ganzen Automaten leer gekauft. Mein Wein ist immer noch besser. Ha! Ey. Sagen Sie mal. Was denn? Haben Sie gerade meinen Alkohol? Nein, hab ich nicht. Ey. Ja. Das hab ich gesehen. Was denn? Das hab ich Geben Sie mir den Alkohol wieder. Was für ein Alkohol? Den haben Sie doch eingesammelt. Nein, natürlich. Ich bin zwar betrunken, ja, aber ich bin noch nicht so betrunken, dass ich nicht mehr zählen kann. Ich habe drei. Ja, der Herr Tobias hat uns angelogen. Wenn der Herr Ramon jetzt was kaputt macht, stellen wir das dem Herrn Tobias in Rechnung. Was? Was wird mir in Rechnung gestellt? Ey, ernsthaft. Also ernsthaft, ich will ihr Buch nicht. Ja, dann müssen sie erstmal den komischen Magneten. Ja. Ich sag's dir, das gibt Probleme. Ach ja, Herr Al. So ein Haufen von ich muss dir noch was zeigen. Meins. Das sind die ersten richtigen Sachen mit Magie, die ich herstellen konnte. Oh, das ist ja schöner als das, was dieser komische Prinz Peter da gemacht hat, oder Prinz Peter, oder Hacke Peter. Meine Magie ist auch sauberer. Das stimmt, da ist, das, man sieht richtig die Magiekugel drin. Jo. Aber nichts geht über Hokus Pokus. Wo ist denn jetzt der Herr Ramon? Sie haben es eingesammelt. Oh, dankeschön. Ich brauch's noch, ich muss weiterverarbeiten. Zum Bum Bum. Fragen Sie das Fräulein Sissy. Wenn sie Bum Bum machen wollen. Oder nehmen sie Herrn Olaf. Bitte nicht. Nein. Bum im Sinne von Explosion. Ach so. Und zwar bei dem Rosetten. Ich geh an die Decke. Das hab ich gesehen. Nee, ich hab nur getauscht. Sie haben zwei Flaschen Alkohol bekommen, ich krieg die Rüstung. Ey. Ich möchte die Rüstung haben. Ey. Herr Ramon, was machen Sie? Warum verfolgen Sie mich? Ich will meine Rüstung wieder. Hören Sie bitte auf, ich fühle mich verfolgt. Sie sind in meinem Haus. Hören Sie bitte auf. Meine Rüstung. Hören Sie bitte auf! Ich hab Angst! Also, Sie haben meine Rüstung auf. Ui! Scheiße! Kann ich jetzt bitte meine Rüstung wieder haben? Bitte meine Brustplatte. Das wäre wirklich sehr schön. Ja, da. Hinter Ihnen. Au! Ui! Das ist alles, was noch übrig ist. Das ist Kacke. Ich weiß. Ich möchte meine richtige Rüstung. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Bitte. Ich hab meine schöne Rüstung. Ja, no? Und so eigentlich. Ich hasse mein Leben. Boah, nee, warte, Herr Ramon, kommen Sie bitte her. Hier, Ihren Urin möchte ich nicht am Körper haben. Schön. Dann nehme ich lieber. Irgendeine Frau, die sich an mich schützt. Alles. Rockstar, Dancer, Killer, Drop, my love is a fire.